Hallo, ich bin der bulgarische Cellist Alexander Dimitrov und spiele auf diesem wunderbaren Cello von Paolo Antonio Testore aus Mailand. Ich habe das Cello seit 3 Monaten ungefähr und ich habe wirklich hatte das größte Glück, dieses Cello zu, durch Mäzener zu bekommen. Und es war wirklich schwierig, weil ich habe ganz verschiedene Cello gespielt früher von verschiedenen Stiftungen. Aber das Problem ist immer, dass man das Instrument nur für eine bestimmte Zeit hat und dann. Und dann muss man entweder wieder vorspielen für das Cello oder halt das Instrument zurückgeben. Und dann gibt es immer diese Unsicherheit, dass man auf einmal kein Instrument hat, aber Konzerte gleichzeitig hat. Und das ist mir tatsächlich ein paar Mal passiert, dass ich wirklich kein Instrument hatte. Auch im letzten Jahr habe ich, glaube ich, 4 verschiedene Cello gespielt und die ganze Zeit gewechselt, weil also, jedes war besser als das vorherige, aber trotzdem nicht das Cello, was ich gesucht habe. Manchmal gibt es das Problem, dass wenn man das Instrument spielt, es klingt ganz gut, also wenn man sich selber hört, aber dann im Saal kommt der Klang gar nicht durch. Und das bei den italienischen Instrumenten es ist genau das Gegenteil. Sich überlegt, Mäzen zu werden, dem würde ich einfach sagen, machen Sie das, das ist wirklich die beste Entscheidung, was Sie machen können. Und also einem Musiker, jungen Musiker oder vielleicht auch nicht nur jungen Musiker zu helfen, weil also man kann sich nicht vorstellen, wie großzügig das ist eigentlich. Ja. Wie viel für den Musiker das bedeutet. Thank you.